Für die Löwen hieß es am Freitag, den 13., ab ins Trainingslager in die Türkei. Bis zum 22. Januar werden sich die Münchner in Belek den letzten Feinschliff für die restliche Saison holen. Ich hoffe, dass wir gute Bedingungen antreffen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal telefoniert mit Leuten, die in Belek sind. Da war sehr schlechtes Wetter. Ich hoffe, wir bringen die bayerische Sonne mit, die heute zwar nicht da ist, aber die letzten Tage war sie ja kräftig am Scheinen und die werden wir mitbringen nach Belek. Also gute Bedingungen, gute Plätze, dass wir 10 Tage mit der Truppe zusammen sind. Das ist immer sehr gut für die Konzentration, fürs Zusammenwachsen. Und dann denke ich, dass das schon sehr sinnvoll ist. Noch sind die Personalentscheidungen für die Rückrunde nicht abgeschlossen. Mögliche Transfers stehen noch bevor. Vor allem nach Verteidigern schauen sich die Löwen noch um. Es ist durchaus möglich, dass der ein oder andere noch dazu stößt, zum Probetraining kommt, sage ich jetzt mal, vielleicht ein Spiel mitmacht. Eine feste Verpflichtung jetzt schon ins Trainingslager mitzunehmen, ist wahrscheinlich noch nicht so ganz möglich, aber es kann sein, dass der ein oder andere mit dazu stößt. Neben den zahlreichen Trainingseinheiten stehen auch 3 Testspiele auf dem Programm. Unter anderem spielen die Löwen gegen die Schweizer Mannschaft FC Thun und die Rumänen aus Cluj.